Schönen guten Tag erstmal. Mein Name ist Carsten Strampe von der Firma Imago Technologies GmbH. Ich bin dort der Geschäftsführer und wir hatten hier 20 Jahre Embedded Vision. Bei genauer Überlegung befasse ich mich beruflich seit 30 Jahren damit. Kann man alles irgendwie schön abstrahieren. Imago Technologies, im Kern befassen wir uns damit, im Prinzip Bildverarbeitungsrechenleistung in Maschinen hineinzubekommen, zu integrieren. Große Themen sind natürlich dort die Schnittstellen, nicht nur die Kameraschnittstellen, auch die Automation sonstigen Schnittstellen, das alles möglichst kompakt hinzubekommen. Daran sind beteiligt dann natürlich auch immer Rechenknechte. Wir haben Erfahrungen traditionell mit DSPs, noch viel traditioneller mit FPGAs. Wir haben Rechner mit x86 Intel-Prozessoren. Wir haben neuere ARM-Prozessoren, setzen wir ein. Wir integrieren aber auch FPGA-Karten oder GPU-Karten. Und in der Summe, aber wenn es darum geht, wirklich um anspruchsvolle Aufgaben, heute mal der Fokus darauf, High-End und Embedded Vision, kommt man da eigentlich irgendwie zusammen. Ich gehe mal durch Embedded Vision, erstmal so ein bisschen die Abgrenzung und möchte dann mal ein paar Worte verlieren zu den Herausforderungen heutiger neuer Systeme. Dann habe ich mal einen Blick hineingeworfen in die heterogenen System on Chip, also System on Chip, wo ich wirklich viele Funktionalitäten, Prozessoren vereinige und zeige Ihnen mal anhand eines Beispiels, dass solche heterogenen System-on-Chips auch handhabbar sind. Interessant für Sie sicherlich mal ein Einblick bei den Benchmarks. An zwei Stellen hab ich auch ein paar Benchmarks dabei und wechsle dann mal so generell zu den ARM-Architekturen, Einordnung dieser Architekturen. Was gibt es da Neuestes bei einem Cortex A72, so dem eigentlichen Flaggschiff aus der ARM-Architektur, und beende das Ganze dann mit ein paar Erfahrungen, so mit den Rechenbeschleunigern, und zeige am Ende nochmal so ein Beispiel von einem skalierbaren System auf. So, Embedded Vision. Ich fange mal an. Es wird viel über Automotive gesprochen. Automotive hat Randbedingungen, die sind sehr, sehr hohe Stückzahlen, ja, beim Zielmarkt. Stichwort autonomes Fahren. Aber auch, es steht sehr viel Engineering Power zur Verfügung. Also Automobilzulieferer, die haben teilweise Bildverarbeiter. Da wird hier der ganze Hörsaal wird gar nicht reichen. Die haben aber auch durch das hohe Potenzial natürlich die Möglichkeit, mit Prozessorherstellern sehr eng zusammenzuarbeiten, benötigen auf der anderen Seite aber auch eine Langzeitverfügbarkeit und haben natürlich hohe Ansprüche an Sicherheitsfunktionen. Also das ist, ich sag mal, im Umfeld praktikabler, normaler Vision-Systeme schon eine Spezialität und repräsentativ so für kommerzielle Produkte. Vision-Sensoren, da kommen wir der Sache schon näher. In der Industrie werden die schon heutzutage in hohen Stückzahlen gefertigt. Im Zyklus von Vision-Systemen muss man sagen, die Vision-Systeme bilden nicht vorne das High-End ab, sondern sie realisieren häufig Applikationen, die man vor 5 bis 10 Jahren mal mit einem PC realisiert hat. Ist aber eine schöne Referenz für Embedded Vision, weil man bei den Vision-Sensoren eigentlich immer sieht, so die namhaften Hersteller von Vision-Sensoren, was sind die denn in der Lage, in so einen Vision-Sensor zu integrieren. Eine andere Kategorie sind so Geräte, wie zum Beispiel ein Passleser oder wir kennen das alle am Flughafen, diesen QR-Code-Laser. Das sind also Geräte, die stehen häufig unter extrem hohem Preisdruck, haben auch häufig hohe Stückzahlen, nutzen aber durchaus Technologien, die so aus der Maschinen-Vision-Branche kommen, vereinen manchmal auch das Mechanik-Design und in einigen Fällen ist es dann auch schon in Richtung High-End.
Kommen wir so ein bisschen zu den Anforderungen so in der industriellen Bildverarbeitung. Was sind da Parameter? Moderate Stückzahlen. Ja, das ist schon manchmal geschönt, das Moderat, wenn man das vergleicht mit 10, 100.000 oder Millionen von Stückzahlen in anderen Märkten. Das ist schon ein begrenzender Faktor, dass wir eigentlich alle Aufwände, die wir machen, abzinsen müssen auf diese geringen Stückzahlen. Wir haben aber auch damit, letztendlich sind damit konfrontiert, dass wir immer einen begrenzten Einbauraum haben oder Raum für die Peripherie. Nichtsdestotrotz gibt es sozusagen dort eine Motivation, das alles immer kleiner zu machen, weil das klassische Schaltschrankkonzept als Gegenentwurf im Grunde auch relativ aufwendig ist. Und wir haben immer hohe Anforderungen an die Kameras, an die Rechner, an die Applikation. Im Folgenden möchte ich daher mal so ein bisschen mehr den Blick im Prinzip auf das Thema Embedded Machine Vision lenken. Ups. Herausforderungen. Erstmal die Datenraten. Die Datenraten von der Kameraseite steigen schneller, als dem einen lieb oder recht ist. So Stichwort sind die Kameraschnittstellen, USB 3, Kameralink, Deka-Datenrate sind auch irgendwo 660, 700 Megabyte pro Sekunde. Neuerdings sprechen wir zunehmend über 10 Gig E-Vision von der Kameraseite, Coax Express, HS-Link. Das heißt, die Kameras selbst liefern zunehmend Datenraten in der Region von 300 bis 1000 Megabyte pro Sekunde, so als durchaus praktischer Rahmen. Dann haben wir die Algorithmik. Die Algorithmik, die Anforderung bei den Anwendern ist eigentlich die, dass Bildverarbeitung einfach bedienbar sein soll. Heißt für die Ingenieure, wir müssen mehr Gehirnschmalz in die Algorithmik reinstecken. Wir haben aber auch neue Technologien, beispielsweise Hyperspectral Imaging, adaptive Algorithmen und natürlich Deep Learning. All das ist komplexere, höhere Mathematik, die einfach mehr Rechenleistung benötigt, mehr CPU-Takte pro Pixel, das ist die Herausforderung. Und als dritter Aspekt mal etwas mehr in die Praxis. Da werden zum Beispiel schaltschranklose Pick-and-Place-Roboter beworben als Neuheit. Stichwort Feldbusse, lange Kabelstränge, viele Kabel, teure Fabrikfertigungsfläche. Das sind alles Parameter, wo man im Prinzip sieht, es soll kompakter werden, es soll kleiner werden, einfacher werden. Und das sind auch so Antriebe in Richtung Embedded Machine Vision. Das heißt, so von der Marktseite ist da durchaus Energie da, in diese Richtung zu denken. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist das eigentlich ein K.O., um von High-End Embedded Vision zu sprechen? Hier habe ich es nochmal zusammengefasst, ja, so von welchen Seiten quasi die Themen in Angriff genommen werden. Und ich habe mal hier eine kleine Kalkulation gemacht. Im Prinzip ist es erstmal relativ simpel. Ich habe eine CPU mit 2 Gigahertz, eine Datenrate von 500 Megabyte pro Sekunde, 8 Bit pro Pixel. Und dann kann ich das ausrechnen und sage so, um alle Pixel zu verarbeiten, habe ich eigentlich 4 CPU-Zyklen Zeit. Ist nicht sonderlich viel, ja. So ein bisschen Schwellwert kann ich da noch reinlegen, aber dann hört es mal ganz fix auf. Diente früher mal ganz gut so als Grundlage zur Abschätzung bei den Single-Core-Prozessoren. Hat man hier eigentlich 4 oder 40 oder 400 CPU-Zyklen zur Verfügung und wie komplex ist meine Mathematik? Jetzt kommt im Grunde dazu, dass wir heute Multicore-Prozessoren benutzen. Und wir haben natürlich einen Multiplikator durch das Mehr an Cores, also 4 oder 8 Cores. Wir haben aber auch eine letztendlich Performance-Reduktion. Wir hatten vorher den Faktor 1,6 gesehen bei
bei dem Dual-Core. Also wir haben eine Performance-Reduktion durch die Multi-Core-Prozessoren. Das heißt, das reduziert die ganze Sache. Es wird schon wieder schwieriger, das abzuschätzen. Stichwort Multitasking. Und jetzt sind wir hier im Prinzip bei einer normalen CPU. Also gar nicht mal so simpel. Und bei einem heterogenen System wird die Sache dann noch viel lustiger. Das heißt, wir haben nicht nur eine Multicore-CPU, wir haben eventuell einen Accelerator mit einer GPU. Der DSP, den darf man gar nicht außen vor lassen. Der ist weiterhin integriert in System on Chips. Und vielleicht haben wir sogar noch ein FPGA zur Verfügung oder wir haben die Kombination von CPU und FPGA. Also alle Möglichkeiten stehen da zur Verfügung. Und die Abschätzung der Gesamtperformance lässt sich im Grunde nicht prognostizieren. Und von der Seite wird das im Grunde noch ein Stückchen schwieriger und wird das eigentlich insgesamt zu komplex, wenn man nicht eine große Heerschar von Entwicklungsingenieuren zur Verfügung hat. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe hier mal einen Blick hineingeworfen in so einen klassischen Automotive-Prozessor. Das ist jetzt mal als Beispiel nicht der NVIDIA Tegra, der aus im Grunde ARM-Cores und GPU-Cores besteht. In diesem Fall ist es einer von Texas Instruments. Und jetzt stelle ich fest, oh je, was ist hier eigentlich los? Ich habe ein Multipurpose-Unit, hier ein Dual-Core ARM, Cortex A15. Es gibt aber auch noch einen leistungsfähigen Dual-Core-DSPs. Ich habe hier so Image Processing Unit, 2D Accelerator und dann gibt es auch noch so eine Embedded Vision Engine. Also richtig schön heterogen. Was ist der Hintergrund dieses Konzeptes? Letztendlich im Bereich Automotive sind bestimmte Algorithmen, gehen in eine bestimmte Richtung, die fokussieren sich. Ich muss immer Kamerabilder sinnvoll vorverarbeiten. Ich habe immer irgendeine Objektbewegungsschätzung drin. Mein Objekt mit den Kameras bewegt sich selbst. Also hat man hier angefangen und für die verschiedenen Aufgaben im Grunde Spezialprozessoren erfunden oder stellt die zur Verfügung, die dieses Szenario im Automotive-Bereich möglichst gut abbilden. Heißt dann am Ende ein Prozessor, wenige Watt Leistung, geringe Abwärme, aber ich benötige halt für diese verschiedenen Recheneinheiten auch überall die entsprechende Software und die entsprechenden Experten. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und sage, wie sieht das eigentlich aus im Industrieumfeld? Also im kommerziellen Bereich ist man in der Lage, durch die Applikation, die weitgehend vorgegeben ist, vertikal runterzugehen und alles zu optimieren. Und im Industrieumfeld sieht das erstmal auf den ersten Blick fast ähnlich aus. Ja, also hier gibt es auch eine ARM-CPU, hier gibt es auch ein DSP, dann gibt es hier noch eine sogenannte PRU hier unten rechts. Dahinter stecken im Grunde zwei RISC-Prozessoren. Und die Industrie SoCs gehen aber einen anderen Weg. Dadurch, dass die im Grunde in moderaten Stückzahlen eingesetzt werden, versucht der Prozessorhersteller eigentlich, anstatt mit so einem, sage ich mal, oder direkt auf eine Applikation zu schießen, geht er eigentlich daher und schießt eher mit einem Schrotgewehr wild in die Luft und versucht mit seinem SoC möglichst viele Applikationen abzudecken und integriert daher diese vielen Einheiten auf so einem Chip. Heißt für uns als Bildverarbeiter, müssen wir ja nicht alles unbedingt benutzen. Das heißt, wir fangen an und abstrahieren das Ganze. Hier sehen Sie mal dann das finale Blockschaltbild einer intelligenten Kamera. Und im Prinzip nach außen haben wir hier eine intelligente Kamera mit einem Dual-Core ARM A15, einer optionalen DSP und letztendlich hier in einem Real-Time Ethernet. Und all diese Funktionalitäten sind in dem SoC, stehen da zur Verfügung.
Also im konkreten Fall wird hier der RISC-Prozessor benutzt, um ein Echtzeit-Feldbus-Interface zu realisieren. Und der Standard Cortex ARM A15 mit seinem Linux-Betriebssystem steht dann für den Bildverarbeiter zur Verfügung. Helcon Embedded gibt es noch als Bildverarbeitungsbibliothek, als allgemeine Bildverarbeitungsbibliothek. Und wir haben festgestellt, dass letztendlich dieser ARM Cortex A15 von der Rechenleistung so beeindruckend ist, dass man sagt, reicht doch dicker aus. Und die sonstigen Funktionen werden halt abstrahiert. Bei den Benchmarks hier anhand der von Helcon Embedded sehen Sie mal hier mit einer anhand des Shape-Based Matching so den Unterschied zwischen dem Cortex A15 und den sonst üblichen Cortex A9, auch A53 auf anderen SoCs. Also da ist schon ein enormer Leistungssprung vorhanden. Das heißt, mit diesem Sprung im Fortschritt steht uns mehr Rechenleistung zur Verfügung und wir können viel komplexere, intelligentere Applikationen in den Formfaktor einer intelligenten Kamera bringen. Die nächste Folie zeigt das hier nochmal anhand der Affin-Transformation, wo der Leistungssprung nochmal höher ausfällt. Das mal soweit zu den SoCs hier. Das heißt, man muss da schon sehr genau reinschauen. Man darf sich erstmal nicht unbedingt abschrecken lassen. Man muss schauen, was bietet so ein SoC eigentlich an Funktionalitäten für meine Applikation und kann die dann sinnvoll nutzen. Wir haben auch teilweise zusammen mit unseren Kunden in den letzten Jahren Erfahrung gemacht, so mit einigen Rechenbeschleunigern oder GPU, DSP, FPGA-Beschleunigern. Und da gibt es so ein paar Aspekte. Stichwort Speicherbandbreite. Wenn Algorithmen ausgelagert werden auf GPU, DSP oder FPGA, ist es immer die Frage, wie effizient lässt sich das eigentlich implementieren. Folge davon sind nicht selten häufige Kopiervorgänge zwischen CPU und Accelerator und die Speicherbandbreite reduziert sich. Das ist eine, sage ich mal, große Erfahrung der letzten vielen Jahre. Es geht nicht nur um die Rechenleistung, es geht auch häufig um die Speicherbandbreite. Manchmal ist das auch einfach der Bottleneck im System. NVIDIA Tegra Prozessor sagt Ihnen vielleicht was, ist eine Kombination aus einem Quad-Core ARM und 256 GPU Rechenwerken. Interessanter Embedded-Prozessor. NVIDIA hat den Fokus mehr so in Richtung kommerzieller Produkte, aber hier und da taucht er auch in unserer Branche auf. Wir haben hier festgestellt, dass die 256 Rechenwerke häufig ein limitierender Faktor ist, weil die Applikation selbst von den großen GPU-Karten herkommt. Also insofern 256 zu wenig sind. CUDA muss man mal ein bisschen hinterfragen, wie lange es das noch gibt. Aber nichtsdestotrotz, bei neueren Prozessoren ist da auch eine interessante CPU-GPU-Kopplung drin. Final ein Fragezeichen nach der Tiefe der Dokumentation. Da stellen wir doch immer einen gewissen Unterschied fest. Kommt ein Prozessorhersteller aus rein kommerziellen Produkten, so Stichwort Smartphone, oder kommt der Prozessorhersteller irgendwo aus der Industrie und liefert dem Entwickler auch in der Form mehr Dokumentation? Schlussfolgerung hier an der Stelle. Im Grunde bei den Acceleratoren, wenn die Algorithmik weitestgehend feststeht, dann kann man überlegen, welcher Accelerator macht denn hier Sinn. Wenn es um ganz allgemeine Bildverarbeitungsalgorithmen geht, dann fällt man damit auch manchmal auf den Bauch. Also sehr, sehr viel hängt von der eigentlichen Applikation und der Flexibilität der Applikation ab. Zwischenbilanz, heterogene SoCs sind Stand der Technik heute. Man kann mit einem Prozessor anspruchsvolle
Applikation realisieren. Man muss aufpassen auf die Manpower, die man dafür dann auch benötigt. Man kann aber gewisse Funktionalitäten dieser SoCs auch intelligent kapseln. Und letztendlich der spezialisierte Beschleuniger ist halt nicht für alle allgemeine Bildverarbeitungsoperatoren geeignet. Ich möchte jetzt mal einen kleinen Schwenk machen zu den ARM-Architekturen und habe hier nochmal so ein bisschen zur Eingruppierung die verschiedenen Linien von ARM dargestellt, die 3er, 5er und 7er Serie. Also hier gibt es welche, die sind spezialisiert im Grunde auf geringen Stromverbrauch, so Cortex A7, Cortex A5. Dann gibt es so den mittleren Bereich, da findet man zwischenzeitlich häufig den Cortex A53, auch auf SoCs und in früheren Designs den Cortex A9, Cortex A8. Wir haben mal verstärkt den Blick auf die High Performance gelegt. Ich habe eben schon den Cortex A15 erwähnt, der im SoC integriert in der Lage ist, auch zu einem Formfaktor einer intelligenten Kamera beizutragen. Und schwenke jetzt mal hier auf den Cortex A72, der in neuesten Prozessoren verwendet wird. Hier ein Blockschaltbild von dem LS2088 Core IQ der Firma NXP, in Klammern früher Freescale, und NXP gehört heutzutage inzwischen zu Qualcomm. Also die Konsolidierung in der Chipindustrie geht auch mit schnellen Schritten voran. Was steckt in diesem Prozessor drin? Cortex A72 als Core, und zwar 8-mal. Ein 8-Core-Prozessor. Erwähnenswert sind die PCI-Schnittstellen und hier eine direkte 10 GHz SerDes-Unterstützung. Das heißt, hier kann ich mit 10 Gigabit pro Sekunde direkt im Prozessor landen. Dann gibt es hier natürlich weitere Standardschnittstellen. DDR4 Memory ist heute Stand der Technik bei so einem Prozessor. Und die Firma NXP setzt sich halt zum Ziel, diese Prozessoren quasi in Geräte, in unter anderem auch Bildverarbeitungsrechnern zu platzieren. Wobei Imago das erste Unternehmen ist, das zuletzt Vision den ersten Bildverarbeitungsrechner mit diesem Prozessor vorgestellt hat. Stichwort Benchmark, hier mal im Vergleich so zu den bekannten Intel-Derivaten, Quad-Core Intel, hier der Leistungsverbrauch aufgetragen, dass man es so ein bisschen einordnen kann. Im nächsten bei der affinen Transformation hier auch noch mal eine Einordnung des Cortex A72. Aber jetzt kommt man, der Experte sieht natürlich hier, das ist die 3er-Serie. Wir haben heute ein Intel Skylake zur Verfügung. Wir haben nicht nur 35 Watt oder 30 Watt Prozessoren, 45 Watt. Also der Intel schlägt dann je nach Derivat auch wieder so ein Cortex A72. Das kann man beliebig fortsetzen. Interessant ist schon insgesamt die Performance eines 30 Watt Prozessors. Und hier stecken dann noch weitere oder es fehlen weitere Informationen in der Einordnung. So ein Cortex A72 von NXP wird heute in einem 28 Nanometer Prozess gefertigt. Ein Intel-Prozessor mit 14 Nanometer, man macht jetzt große Anstrengungen, um auf 10 Nanometer zu kommen. Aber der Cortex A72 hat hier mit den 28 Nanometer sicherlich noch Potenzial, mit anderen Chip-Fertigungsstrukturen entweder weniger Leistung zu verbrauchen oder dass man zukünftig halt anstatt von 8 dann von 16 Cores spricht. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Cortex A72 nicht unbedingt als 8-Core, aber zumindest als Dual-Core auch in System-on-Chips
hineinwandert. Da wird es also demnächst auch weitere Produkte geben. Gründe genug, sich mit diesem ARM-Prozessor auseinanderzusetzen. Die nächste Folie streift mal so ein bisschen so durch die Erfahrung von sozusagen heterogen, homogen, und zwar der sozusagen klassische DSP, den es bei uns auch immerhin als 8-Core gibt, besticht weiterhin durch sein Echtzeitbetriebssystem, was immer noch Vorteile auch hat gegen unsere Erfahrungen im Umfeld von Realtime Linux. Geringer Stromverbrauch, C++, gute Performance bei Bildverarbeitungsalgorithmen, langzeitverfügbar, aber Nachteile, es fehlen doch die Bibliotheken, die man heute so aus dem Linux-Betriebssystem einfach mit einbindet. Die Toolchain, gut, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Helcom Embedded zu portieren, eher etwas mühselig und bringt auch nicht unbedingt die beste Performance. Er ist sozusagen weiterhin im Rennen, auch auf den SoCs fällt es auf, dass doch der DSP immer noch dabei ist. Auch bei NXP gibt es solche Strukturen. GPU wurden heute gut betrachtet, viel Rechenleistung pro Euro. Die GPUs haben auch eine gute Marktdurchdringung, sind akzeptiert bei den Anwendern. Aber ist der Bildverarbeitungsalgorithmus wirklich geeignet dafür? Haben wir schon gelernt, muss man aufpassen. Langzeitverfügbarkeit, ein ganz großer kritischer Punkt, gerade bei den GPU-Karten. Wir haben beispielsweise einen Lieferanten von GPU-Karten, der verspricht Langzeitverfügbarkeit und sagt, die GPU-Karte ist 3 Jahre verfügbar, während andere Embedded Boards schon 10 Jahre in der Fertigung sind. Stromverbrauch, Wärmeabgabe, weiterhin ein kritischer Punkt, insbesondere bei den großen GPU-Karten. Die FPGAs, wunderbar, schnell, flexibel von den Schnittstellen, geringer Stromverbrauch. Ich kann sie in VHDL programmieren oder hier mit neuesten Grafiktools langzeitverfügbar allemal. Allerdings beim FPGA gieße ich meine Algorithmen auch immer irgendwie ins Silizium. Das heißt, preislich attraktive FPGAs wären schnell auch teuer. Es sind relativ lange Entwicklungs- und Compilerzeiten. Und ob der BV-Algorithmus geeignet ist, ist auch immer eine Frage. Manchmal braucht man dann auch noch viel Memory am FPGA, dann wird die Sache auch noch wieder aufwendiger. Die ARM-Prozessoren, die wirklich jetzt überall inzwischen integriert sind, fahren Linux-Betriebssystem. Das heißt, ich habe Zugriff auf Bibliotheken. Helcom Embedded steht zur Verfügung, C++. Relativ geringer Leistungsverbrauch, Langzeitverfügbarkeit ist gegeben über die Prozessorhersteller. Ich habe aber auch ein hohes Innovationstempo. Also bei den ARM-Prozessoren bedingt durch gewisse Massenmärkte bei Tablets, Smartphones, bei anderen Applikationen ist das Tempo sehr hoch. Also da ist noch vieles zu erwarten. Die Hersteller der Industrieprozessoren sorgen dafür, dass die Schnittstellen drumherum gebaut werden. Ich habe die Neon-Einheiten zur Verfügung als Rechenbeschleuniger, allerdings bedingt Windows-Betriebssystemfähig. Ja, viele Programme laufen nun mal unter dem Windows-Betriebssystem können nicht mal eben hoppla hopp portiert werden. Auch das hängt dann wieder von der Applikationssoftware ab. Kurzes Wort zum Thema ARM und Neon. Spezialisten haben festgestellt, dass im Prinzip die Effizienz sehr hoch ist, diesen Neon zwischen Neon-Code und normalen Code zu wechseln, dass keine Speichertransfers irgendwie möglich sind, notwendig sind, sondern ich habe wirklich meinen sozusagen Standard C++-Code und springe in die Neon-Instruktion und es soll relativ gut machbar sein, von Intel SSE-Optimierung auf ARM-Neon-Optimierung zu wechseln mit überschaubarem Aufwand.
Das mal so als Kurzzusammenfassung und als Anregung mal zu den Rechenbeschleunigern, zu den homogenen Architekturen, den Erfahrungen dahinter. Und da kann man sich sicherlich so einige Gedanken drüber machen. In diesem Blockschaltbild sehen Sie mal so eine Architektur, die man heute umsetzen kann. Ich habe hier eine 10 Gigabit pro Sekunde beispielsweise Zeilenkamera. Die wird über Kupfer- oder Glasfaserkabel direkt an den Rechner, sozusagen direkt an den Prozessor angeschlossen. Ich habe hier also bis zu 8 Kerne. Ich habe eine 10 Gigabit Ethernet-Kopplung mit beispielsweise mit einem zweiten Rechner. Das heißt, in der Summe 16 Kerne zur Verfügung, um auch komplexe Applikationen zu machen. Und der zweite Rechner behandelt dann hier die IOs, Feldbusse, Ethernet, das, was so heute üblich ist. Das heißt, mit so einer, sozusagen mit so einem Setup hat man schon auch richtig ordentlich Rechenleistung zur Verfügung, um allgemeine Bildverarbeitungsaufgaben hier zu implementieren. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt bezüglich der Weiterentwicklung der Prozessoren, ist es klar, dass in nicht allzu langer Zeit Sie diese 16 Kerne auf einem Chip finden werden. Der Weg so in Richtung Embedded Vision, sage ich mal, aus der klassischen Denke, also der belüftete X86er, 19 Zoll Einschub und der Schaltschrank, den streichen wir. Das heißt, wir gehen gedanklich in die Welt der lüfterlosen Rechner, müssen uns mal von Windows verabschieden. Aber wenn wir das geschafft haben und sagen, okay, es kann ja auch auf dem X86er passieren, dass ich hier von Windows auf Linux-Betriebssystem gehe, optional Realtime-Linux, bin ich dann auch schnell in der Welt der ARM-Prozessoren und abseits dieser komplexen SoCs habe ich hier eigentlich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, um darüber nachzudenken, meine Applikation so als Embedded Vision System zu realisieren. Ein paar Ergebnisse, Ausblick. Also in dem Sinne, High-End und Embedded Vision ist keine zwingend neue Erfindung. Ja, also da ist genug Erfahrung, genug Wissen voran, Technologien stehen zur Verfügung, um da den nächsten Schritt zu gehen. Die Consumer-Märkte setzen auf die heterogenen Prozessoren. Wichtig, hier vielleicht nochmal an der Stelle, ja, dass quasi komplexe Funktionen des SoCs dann intelligent eingebunden werden müssen über ein SDK, über OpenCL. Und wir haben gesehen, so die Rechenbeschleuniger haben alle ihre Vor- und Nachteile. Aber aus der Praxis mal gesprochen, sie widersprechen halt sehr stark den Anforderungen des Marktes nach immer kürzeren Entwicklungszeiten. Die Entwicklungsteams werden immer kleiner. Ja, wir hatten das vorhin schon, die VHDL-Entwickler, die zu wenigen. Und die Aufgaben selbst werden einfach zu komplex. Das liegt auch manchmal an kommerziellen Applikationen. Früher haben wir Bildverarbeitung erklärt. Heute erzählt uns der Kunde, ich halte mein Smartphone hier hin, der macht doch schon fast alles von alleine. Warum braucht er denn so viele Mannmonate für so eine Entwicklung? Bei den ARM-Prozessoren sind wir der Meinung, dass sie das Potenzial haben, sehr wesentlich noch schneller zu werden, weniger Leistung zu verbrauchen, also das Innovationstempo steigt und Stichwort so 1 Gigabyte pro Sekunde Datenrate, dafür kann man heute ad hoc Lösungen entwickeln. Insofern einige Anregungen zum Thema High-End Embedded. Würde mich freuen, wenn Sie vielleicht hinsichtlich Ihrer Ideen mal darüber nachdenken. Man muss nicht mit einem Raspberry Pi anfangen, mit anderen Evaluation Boards, sondern es gibt insgesamt in der Branche, denke ich, eine ganze Reihe doch schon ausgereifter Ansätze.
Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung.